Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Vollmond-Orakel. Und zwar ist der nächste Vollmond morgen am 30.11. Und das Orakel gilt aber für den ganzen Dezember. Und die Energien dieses Vollmondes werden uns auch ein bisschen länger begleiten. Ja, also am 30.11. ist der Vollmond und es ist diesmal ein Vollmond im Zwilling. Und zwar haben wir zusätzlich eine Mondfinsternis an diesem Tag. Und wenn Mondfinsternissen auch an dem Vollmond stattfinden, dann heißt das, es kommen alte Themen hoch. Es können sich wirklich nochmal karmische Aspekte zeigen, wirklich ganz alte Themen, wo du dachtest, die sind schon längst erledigt. Ja, das kann alles nochmal sichtbar werden im Emotionalkörper auch. Also es kann sein, dass da wirklich niedrig schwingende Energien einfach flupp hochkommen und dann vor deinem Auge dann auch sichtbar werden, dass die wirklich an die Oberfläche kommen und einfach gesehen werden möchten. Also alles, was dir jetzt heute schon, vielleicht auch die nächsten Tage begegnet, auch an negativen Gefühlen, an negativen Emotionen vielleicht was hochkommt. Ja, es können auch Ängste sein, alte Unsicherheiten, ganz alte Themen. Dann werde einfach zum Beobachter, ja, also beobachte diese alten Gefühle und fühle die einfach, ja, das kommt jetzt wirklich nochmal hoch, weil das einfach in die Auflösung gehen will, das möchte in die Heilung gehen, diese alten Gefühle, und Gefühle können wir nur auflösen über das Fühlen, ja, also beobachte all das, was die nächsten Tage passiert und fühle das. Ich empfehle auch immer ein Tagebuch zu führen. Ja, ich mache auch wieder meinen Energiekreis. Der startet auch morgen am Vollmond und der wird diesmal mega, mega intensiv werden. Ja, der geht auch über mehrere Tage. Natürlich erkennt das mit den Energieübertragungen, die euch unterstützen. Und da auch wirklich immer ein Tagebuch zu führen über die ganzen Dinge, die hochkommen, die du aufgelöst hast, die du auflösen möchtest. Und gerade jetzt am Ende des Jahres geht es mir auch sehr stark in dem Energiekreis um die Wünsche und Ziele. Ja, bereit für 2021. Was sind deine Wünsche und Ziele? Und da werde ich dann auch euer Vision Board, deine Wünsche und Ziele in dem Energiekreis mit einem separaten Energiearbeit-Video auch energetisieren. Und das ist immer sehr, sehr kraftvoll, sehr, sehr wirkungsvoll. Ich verlose auch eine Teilnahme. Wenn du möchtest, komm gerne in meine Facebook-Gruppe, lasse dein Licht strahlen, da kannst du noch gewinnen bis morgen. Morgen im Laufe des Tages werde ich dann den Gewinner bekannt geben, die Gewinnerin. Schauen wir mal, wer gewinnt, und anmelden kannst du dich auch noch bis morgen, wenn du gerne dabei sein möchtest. Ja. Und die Energien sind diesmal bei dem Vollmond noch mal stärker, noch mal intensiver, weil wir am 12. auch noch mal eine Sonnenfinsternis haben. Und das bringt natürlich noch mal mehr diese alten Sachen hoch und ist aber auch noch mal mehr dieses Ding, richte dich noch mehr aus, ne? Wirklich komplette Neuausrichtung, da wird alles noch mal, ja, hochgeholt, ne? Und da unterstütze ich euch auch gerne noch dann über die Rauhnächte. Die sind ja dann am Ende des Monats. Ja, da mache ich auch wieder meinen Rauhnächte-Kreis. Und da habe ich auch schon die Videos für aufgenommen. Es sind mega Energien. Also die werden jetzt so die nächste Zeit nochmal ansteigen. Und habt keine Angst davor, auch nicht vor den negativen Energien, die sich zeigen werden, sondern fühlt es einfach. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Ja, und ich würde uns jetzt einfach mal ein paar Karten ziehen für diesen Vollmond, was wichtig ist, auf was dürfen wir achten, und würde gerne mit dem neuen Kartenset arbeiten. Welcher energetische Raum ist wichtig jetzt um den Vollmond für uns? Die Karte ziehen wir.
zusammen und da kommt der Raum deiner Selbstliebe. Schaut mal, wie mega passend. Ne, genau das ist es, ja. Ich liebe mich und wahre meine Grenze. Also sprich auch deine Wahrheit aus, ne? Wenn vielleicht der im Umfeld das auch ist, ne? Dass irgendwelche Sachen hochkommen, die Beziehungen betreffen, die irgendwelche Sachen betreffen, wo du früher vielleicht so warst, dass du die Dinge nicht ausgesprochen hast, ja. Dann sprich jetzt die Dinge aus für dich selber. Ja, das kommt mir so hoch, also auch in Beziehungen mit Freunden, ja, mit Familie. Es ist ganz wichtig, die Dinge wirklich auszusprechen. Ne? Halschakra-Themen können sich da wirklich sehr, sehr stark zeigen jetzt in der nächsten Zeit. Dann habe ich noch eine Karte von dem goldenen Licht, was sich da zeigen will. Und da haben wir das neue Leben. Schaut mal, wie magisch, ja. Und das ist genau das, das Thema, ja, dieses Vollmondes und auch, ja, der Sonnenfinsternis, die halt kommt. Es geht um dein neues Leben, dieses Sortieren, ne. Das neue Jahr ist super gut dafür, jetzt in dem alten Jahr noch alles abzuschließen, was du loslassen willst, ja. Mach dir auch eine Liste für diesen Vollmond. Was möchte ich wirklich noch loslassen, auch in diesem alten Jahr? Und richte dich wirklich auf deine Ziele aus, auf dein neues Leben aus. Ja, total passend. Ich bin auf dem richtigen Weg und alles ist gut, ist die Affirmation. Ja, und ihr seht, die geistige Welt, die führt uns auch mit den Karten zu diesen Botschaften, ne, die jetzt wichtig sind. Total stimmig, die Karten. Dann habe ich noch eine Karte von der lieben Peggy, Hedrich Wolf. Ihr kennt die Karten auch aus den Wochenbotschaften, Aspekte-Karten-Set. Und da gucken wir jetzt noch, was wir für ein Stichwort kriegen für den Vollmond. Und da kommt die Flexibilität. Ja, das ist sicherlich auch ganz wichtig, flexibel zu sein, sich auf neue Dinge einzulassen, die Komfortzone zu verlassen und auch flexibel zu sein in Bezug auf das Erreichen deiner Ziele. Ja. Also nicht so starr sein. Ich glaube, da wird sich jetzt auch im Anfang des nächsten Jahres auch sehr viel ändern, dass wir sehr viel noch in unserer, ja, in unserem Verhalten ändern dürfen, in unserer, ja, Art und Weise, wie wir mit verschiedenen Themen umgehen, dass wir wirklich merken, das ist alles immer in Bewegung. Ja, und nichts ist so starr. Es geht wirklich um diese Leichtigkeit, nochmal mit der Leichtigkeit wirklich die neuen Dinge zu kreieren. Und uns werden sicherlich so lange die alten Dinge gezeigt werden. Wenn du ein Thema hast, wirst du immer wieder in dieselbe Situation kommen, so lange, bis du es verstanden hast. Und dann erst geht diese neue Tür auf für das Neue, was ich zeigen will. Und jetzt habe ich noch hier eine Karte von der lieben Daniela Schnorr-Barbig. Die hat die neuen Karten, das Edelsteingeflüster, entworfen. Und da geht es um Edelsteine. Und wir gucken mal, welcher Stein dir jetzt helfen kann, auch um den Vollmond. Und das ist der Granat. Voller Zuversicht stellst du dich der Angst und bleibst mutig und willensstark weiter auf deinem Weg. Schaut mal. Ja, also es geht wirklich auch daran, darum dran zu bleiben. Ne? Bleib wirklich dran, bleib auf deinem Weg und geh auch durch die Ängste durch, die sich vielleicht da hin und wieder mal zeigen werden. Das ist ganz, ganz wichtig, um auf diese neue Stufe zu kommen, wirklich da einfach durchzugehen, ne? Indem du fühlst und weitergehst. Ja, also ganz, ganz spannend. Auch sehr, sehr passend, die Karte. Ja, ihr Lieben, und ich würde es jetzt gerne so machen, ihr dürft euch noch eine Frage stellen, was dich gerade beschäftigt. Und da ziehe ich noch mal eine Karte von der lieben Sandra Fehrenberg als Antwort für dich. Was ist jetzt hier gerade bei dir wichtig? Ja, stell dir einfach deine Frage, was dich gerade beschäftigt jetzt um diesen Vollmond, also ab morgen in der nächsten Zeit. Und ich ziehe dir die Antwort. Und da kommt noch mal die Ehrlichkeit. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir ehrlich zu uns selber auch sind in erster Linie. Das ist auch die Energie dieser Zeit. Lasse deine Maske fallen und zeige dich so, wie du bist. Mit all deinen Stärken und Schwächen stehe zu dir und deinen Gefühlen, deinen Worten. Sei ehrlich mit dir selbst und befreie dich von alten Glaubensmustern. Wow, schaut mal.
Echt mega passend, ja. Das ist auch das, worum es natürlich noch geht. Was auch natürlich hochkommen kann, ne? All diese Sachen haben keinen Bestand mehr, die nicht in der Ehrlichkeit sind. Die werden jetzt rausgehen, die werden sich auflösen, ja. Und magische Zeit, also wirklich wahr. Und ich spüre auch schon sehr, sehr stark diese Energien vom Vollmond schon mehrere Tage. Ja, man spürt es wirklich, dass es immer weiter ansteigt, die Energie. Und ich freue mich auch mega auf meinen Energiekreis, der morgen losgeht. Und da jeden Abend dann die Energien zu verschicken und euch da ein bisschen zu unterstützen und auch zu begleiten in den Themen, die hochkommen. Ja. Ja, also ich wünsche euch einen super schönen Tag, eine super schöne Zeit um den Vollmond und bis ganz bald. Tschüss.